1994 beschlossen meine Frau, Margit Heider-Dechant, und ich, sich um Leben und Werk von Josef Wölfel zu kümmern und dasselbe zu erforschen. Im Jahr 2012, das 200. Todesjahr von Wölfel, war es dann soweit, dass wir den ersten Kongress einberufen konnten. Wir haben ihn in London veranstaltet und das war zugleich der Durchbruch, denn es haben sich aus allen möglichen Weltgegenden überraschend Teilnehmer gemeldet. Inzwischen sind 2012 der Kongress bzw. Symposium in London gewesen. 2014 hat er in Salzburg stattgefunden, 2016 in Prag, 2018 in Bonn und heuer mussten wir ihn leider auf das nächste Jahr wegen Corona verlegen. Die drei Symposien, an denen zahlreiche Wissenschaftler teilgenommen haben, beim letzten waren es immerhin 31, sind mit ihren Referaten und Diskussionen in den Wölfel-Almanachen 2012-13, 2014-15 und 2016-17 niedergelegt. Sie können über den Verlag bezogen werden.